Ja, also bei mir gibt es jedes Jahr Würstel. Also ganz klassisch, wie man es da aus Ringsburg kennt, würde ich sagen. Wiener Depreziner, also Käsewürstel, Weißwürst und Sauerkraut dazu. Das ist eigentlich jedes Jahr bei uns. Also es gibt immer kaltes Essen eigentlich am Weihnachten. Das ist so die Tradition. Ja, also meine Mutter macht Kabeljau mit Wirsing gekochten Eiern, Kartoffeln. Dann gibt es eine Fleischplatte, da ist einmal Kalb, Hähnchen und Lamm dabei. Dann gibt es nochmal Hähnchen separat, nochmal im Ofen. Reis als Beilage. Wenn die Mutter von meiner Frau immer mal, also in den letzten Jahren war die 2-3 Mal da, dann macht sie für sie noch ein bisschen Lachs. Also man verhungert nicht. Ja. Und Tradition ist ja dann meist, dass man am 25. da kocht sie dann auch nochmal ein komplett neues Gericht und am 26., wenn man sich wieder zusammensetzt, dann isst man die Reste von den vorigen 2 Tagen.